Remscheid heute Morgen. Seit gestern häufen sich die Hiobsbotschaften. Die Verunsicherung ist groß. Auffällig viele tragen auch draußen schon Mundschutz. Die Leute nehmen das gar nicht ernst. Das ist nämlich das Problem. Und wenn ich heute lese, was am Creme Hall wieder Infektionen aufgetreten sind, dann kann man nur mit Angst kriegen. Ne? Es ist zwar jetzt nicht einfach, immer mit der Maske dann rumzulaufen, aber wie gesagt, wir wollen ja jetzt alles dafür tun, damit die Zahlen sinken oder damit es halt zurückgeht. Ne? Im Gesundheitsamt tagt seit 8 Uhr der Krisenstab. Am frühen Nachmittag dann eine erste Einschätzung. Die Lage ist absolut unübersichtlich. Im Gegensatz zu einigen Städten, von denen wir gehört haben, wo man dann auch wirklich das Infektionsgeschehen zurückführen kann auf Großveranstaltungen, Hochzeiten, ist es bei uns so, dass es an verschiedenen Stellen auftaucht, dass wir es schlecht lokalisieren können. Die Herleitung aus der Reiserückkehr gelingt uns ein bisschen, aber es ist sehr schwierig, tatsächlich auch, wenn es an so vielen Stellen passiert, das zu lokalisieren und einzudämmen. Wir nehmen einfach zur Kenntnis, dass es immer mehr positive Fälle werden. Und das ist die aktuelle Situation. Und dazu müssen wir dann auch Maßnahmen ergreifen, um bestimmte Dinge des öffentlichen Lebens tatsächlich auch einzuschränken. Im Gesundheitsamt arbeiten sie Tag und Nacht. 600 Schüler wurden in den letzten Tagen getestet. Nur 2 waren positiv. Daraus lassen sich erste Erkenntnisse gewinnen. Das heißt, die Weiterverbreitung in den Klassenräumen scheint eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. Größer ist die Gefahr, glaube ich, im privaten Umfeld, Familienfeierlichkeiten, Familienverbünde, weil viele Erkrankte leben in großen Familienverbänden, 4, 5 Kinder, Eltern, Großeltern. Eine weitere Erkenntnis, die meisten Infektionen konnten auf Urlaube in Risikogebieten wie der Türkei oder dem Balkan zurückverfolgt werden. Viele von den Reiserückkehrern haben auch einen negativen Test vorweisen können, sind dann aber 5, 6 Tage nach der Rückreise erkrankt, waren dann schon in der Schule oder in Gemeinschaftseinrichtungen, im Sportverein, dann positiv getestet. Eine Stunde später kommen die neuen Zahlen. Jetzt steht es fest, Remscheid hat die kritische Grenze überschritten. Zu viele Infektionsherde überall. Heißt im Klartext, das gerade beschlossene Maßnahmenpaket reicht nicht aus. Ab morgen wird es wohl weitreichende Einschränkungen für alle geben.